Ja, Hallöchen, ich hab's euch angedroht. Hier seht ihr nochmal den Weihnachtsbaum aus dem Ende der letzten Folge. Und ja, heute kümmere ich mich dann mal wirklich um die Gesichter hier. Den bärtigen Freund hatten wir vorher nicht. Ja. Den hatten wir auch noch nicht, den Kollegen hier. Und Achtung, Brandschutz, Brandmeldeanlage, Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1. Ah, der Kollege backt auch nicht durch die Gegend, das ist schon mal schön. Oh, heute meine Außenansicht. Die KI fährt aber auch ein zügiges Tempo mittlerweile. Also da bleibe ich mit der DL nur gerade eben so dran. Okay, jetzt gerade nicht. Okay, das Spiel ist buggy. Wir provozieren eine Wiederholung. Wir wiederholen das Ganze und wir machen wieder den Drehleitermaschinisten. Start. Oh. Achtung, Brandschutz, Brandmeldeanlage, Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1. Oh, sogar ein anderer Einsatzort. Aber wir hatten jetzt auch mal einen anderen Einsatzort für den Brandmelder. Also, sie erweitern ihr Repertoire. So, aussteigen. Der Einsatzleiter geht gucken, aber wir kennen das ja, das wird wieder Fehlalarm sein. Was ist das denn hier?
Ist das der klägliche Versuch, einen Seat Ibiza mit einem verkrüppelten Audi-Zeichen darzustellen und Brumm 01 zu nennen? Wie geil ist der denn? Leute, Leute, ihr lasst euch jedes Mal was einfallen hier. Es ist geil. Ach, da oben, der hat sich auch geändert. Geil. Schön, schön, schön. Ich freue mich. Ja, war mal wieder nix. Einsteigen, abfahren. Ah, ja, wenden. So. Ja, was mich wundert, sind die Hecklampen. Irgendwie wollen die nicht. Naja, ist ja auch egal. So. So, wir können schon mal aussteigen, die anderen kommen später. Hört sich so an, als wenn der Chef auch schon da ist. Nee, ist er nicht. Läuft denn hier dann für Motor? Hier Motorgeräusch. Ich bleib jetzt mal gespannterweise hier stehen. Ich würde behaupten, das ist der ELW, der solche Töne macht. Ich bin gespannt. Sorry Leute, wird jetzt langweilig, aber das will ich wissen. Hören wir hier wirklich den ELW? Nein. Ja, wir hören ihn. Haha, wie geil ist der denn? Wie geil ist das denn? Unglaublich. Ah, Leute, 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 das Spiel ist so geil verbuggt teilweise. I love it. Kann man das WLF eigentlich hier vorne reinstellen? Ja. Kein Brand festgestellt. Wird das hier reinpassen oder wird hier nur ein RTW reinpassen?
Aber ich war ja am Anfang der Folge, weil ich ja auf Gesichter suche. Das mache ich jetzt weiter. Oh, die beiden sehen zum Beispiel nicht mehr gleich aus. Die hatten ja vorher auch öfter mal das gleiche Gesicht. Den Kollegen kennen wir noch nicht. Der hat auch einen netten Grinser drauf. Den Kollegen kennen wir. Das ist auch ein neuer Kollege. Die beiden kennen wir. Den kennen wir. Ah, da ist nochmal. Ah, okay. Also Gesichter doppelt vergeben sind immer noch, aber sie haben ein Gesicht dazu genommen. Zwei. Die zwei? Genau. Also der Kollege da ist neu. Der Kollege. Drei Gesichter? Neue. Höhe der Weihnachtsbaum. Das Gesicht von dem haben sie geändert. Den Kollegen kennen wir. Das Gesicht ist neu. Ja, genau, den hatten wir vorhin. Wie heißt du denn? Olpa. Heißt ihr alle Olpa? Heißt du auch Olpa? Heißt du auch Olpa? Du heißt Olpa. Oder Olra. Wie heißen Sie? Gruppenführer heißen Sie. Alles klar, Chef. Ah, Kleinflächenbrand. Ach, kommt, Leute. Das tun wir uns an. Das Feuer machen wir aus. Achtung, Brandschutz. Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF 2. Ja, ich laufe zum richtigen. Er wollte gar. Zack, einsteigen. Ach, Kollege Bird fährt uns. So. Ja, das Mitfahren vorne rechts ist immer noch das Schönste. Oh, da vorne fackelt schon. Ah, schon wieder eine Bushaltestelle. Ah, hatten wir aber lange nicht mehr. Hatten wir lange nicht mehr, muss ich ja sagen. Jo, gib ihm. Warnblinkbeleuchtung. Ja, wir müssen erst absperren. Erst absperren. Laufen, laufen. Erst nicht das Feuer ausmachen. Nein, erst absperren. Warum? Gefahrenmatrix ist das Zauberwort. Gefahrenmatrix. So eine scheiß Bushaltestelle, die kann man abbrennen. Ist ja keiner gefährdet, weil wir sind ja da. Oh. Blitzleuchten abstellen. Ja, Wolzka. So. Hier zum Verkehrsleitkegel. Ja. Eigentlich kann der Maschinist die Verkehrsabri Absicherung machen. Bin ich ja ganz für. Wie geil stehen die denn? Die haben ja anders gar nichts gebracht. So, lösch Feuer. Ja, Feuer. Feuer ausmachen. Zack, 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 zack. Wow, 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 wow. Bluse 12 Euro. Naja. Sein verdammter Ernst, ich soll jetzt.
Ich glaub's einfach nicht, ey. Da fällt man manchmal doch vom Glauben ab. Ja, lass den Kollegen laufen, der hat kein PA auf. Kollege Maschinist. Ich soll. Kollege, Kollege Bart, kann das sein, dass du leicht faul bist? So eine faule Socke. Kann doch nicht mal allein das Rolltor zumachen. Echt brutal. Keinen Unfall bauen. Aber meine lieben Leute, meine lieben Rooster, das müsste heute gewesen sein, die Folge für, ich muss kurz nachgucken, Mittwoch. Und ja, es sind noch 1, 2, 3 Tage bis Silvester. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr bis dahin macht und was ihr generell an Silvester macht. Was habt ihr für Silvester geplant? Also ich werde ein paar schöne Tage, freie Tage, Gott sei Dank habe ich Urlaub, mit meiner Freundin verbringen und ja. Mich interessiert einfach, was ihr da macht. Weil die Folge ist für heute wieder vorbei. 18 Minuten haben wir. Ah, ein bisschen überzogen, aber das passt schon, das passt. Eine Abmoderation dauert bei mir ja auch immer Stunden, Tage, Wochen, gefühlte Jahre und ja. Ich hoffe einfach nur, es hat euch wieder gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Hier beim Notruf 112 oder generell bei unseren Let's Plays, der Giant Roosters oder meiner Let's Plays. Und ja, wünsche euch noch schöne Tage. Bye bye.